Weil sonst würde jeder einfach die Pokémon des anderen fangen. Ich zeig's euch gleich. Und zwar mache ich schnell ein Safe State. Spiel speichern. Zack. So, und zwar angenommen, ich schmeiße jetzt einen Ball. Dann kommt sowas und er wird abgeprallt. Das heißt, man kann keine gegnerischen, gegnerischen Pokémon fangen. So, jetzt leicht den Scheiß nochmal. Also nur wilde Pokémon fangen. Geht nicht bei Trainern. Ist ja auch logisch, ne? Oh Gott, das Laubert Level 10. Wechsel. Der Tackle von Safcon ist nicht besonders stark. Ich vermute, dass Safcon keinen hohen Angriffswert hat. Das werde ich auch gleich nachschauen. Ja, Safcon hat nur einen Angriffswert von 9. Das ist extrem niedrig. Gut, deswegen Pikachu nochmal ein Standardschock. Safcon ist spezialisiert auf Verteidigung. Kann aber nicht angreifen. Also effektiv, ne? Also, ja. Ich weiß nicht, ob Smetbo auch so gute Werte hat, aber ich vermute, dass Smetbo spezialisiert auf Geschwindigkeit und Spezialangriff ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich vermute nur. So, das Raupi ist eine leichte Beute für Safcon. Setz dich mal Härtner ein. Gegen den Tackle anzukommen. Jetzt zieht er eh nur noch einen KP ab. Das heißt, Raupi müsste jetzt 20 Mal angreifen, um unser Safcon klein zu kriegen. Natürlich kann auch Volltreffer kommen, aber das passiert nur im Glücksfall. So. Ja, super, jetzt ist Raupi wieder schneller. Da, 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 da. Yeah, Raupi ist tot. Wie viel EP braucht Safcon noch? Okay. Speichern wir einfach mal so. Okay. Scheiße, ich habe schon wieder gespeedet. Ich muss mir abgewöhnen zu speeden. Auch wenn wir es brauchen, wenn jetzt speeden. Raupi Level 3 ist leichte Beute, aber gibt nicht so viele Erfahrungspunkte. Okay. Gut. Test für Trainer. Wenn du Kämpfe meiden möchtest, bleibe hohe im Gras fern. Ja, ich will erstmal ins Smetbo trainieren, bevor wir nach Moria City gehen. Taubsi. Wir haben jetzt Zeit. Wir haben genug Zeit. So, mein letzter Saphir-Part, da habe ich mir extrem viel Zeit gelassen. Hat 93 oder 94 Parts gebraucht, bis ich es durch habe. Plus Specials insgesamt 120 Parts ungefähr. Also 100% halt geschafft. Oh Gott, Volltreffer. So. Falls euch das langweilt, dann spult es einfach vor. Das ist ja YouTube. Da hat man die Freiheit vorzuspulen. Oh Gott. Nein! Oh! Komm schon! Ja! Ein KP. Okay, jetzt muss ich's heilen. Wo ist mein Trank? So, der Trank hat immer 20 Kraftpunkte, also KP. Dann gibt es noch den Supertrank, der hat 50. Und den Hypertrank, der heilt 100, nee, 200 sogar. Ja, 200. Und den Top-Trank, der heilt alle KP. Dann gibt es noch Top-Genesung, heilt auch vollständig und entfernt sogar einen Statuswert, falls das Pokémon einen Statuswert hat. So, soweit zu den Heiltränken. Ja, Deckel. Und ciao. Wie deinen Hell.
Safkorne hat er braucht nur noch 12 bis Level 9. Es geht da recht flox. Wo ich klein war, war das mir immer eine Ewigkeit. Ist mir das Trainieren immer eine Ewigkeit vorgekommen. Aber es hat mir Spaß gemacht. Macht keine AP mehr. Kacke, wir müssen ins Pokécenter. Mist, aber Level 9 will ich noch mitnehmen. Jawohl. Level 9. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich vermute, dass Safkon 300 Erfahrungspunkte braucht bis Level 10. Ah, ich war gar nicht so unrecht. 263. Hab ich's. Momento. Taubsi. Hier in diesem. Im Fatania-Wald gibt es auch Tauburgas. Die Chance, eins zu treffen, ist allerdings nur 1%, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall ist es selten. Und tschüss, Taubsi. Haben wir das Item schon? Ja, haben wir, okay. So, zurück ins Pokécenter. Das ist ein langer Weg bis zum Pokécenter. Raupi! Ja, okay, jetzt müssen wir es immer so machen, dass wir Safkorn wechseln und Pikachu einsetzen. Und tschüss! Ja, wir haben jetzt Zeit, Lass ruhig so viele Pokémon aufkommen, wie es geht. Aufkommen, wie es geht, ja. Mein Deutsch ist ein bisschen mangelhaft. Also bei mir ist es so, ich will immer was anderes sagen, was ich eigentlich sagen will. Also ich beginne einen Satz mit einem Gedanken, dass ich das sagen will. Aber dann, kurz bevor ich den Satz zu Ende sprechen will, kommt mir ein Gedanken, dass ich den anders formulieren soll. Ist jetzt ein bisschen unverständlich, aber ja. Falls ihr es versteht, habe ich es euch gut erklärt. Falls ihr es jetzt versteht, habe ich es euch scheiße erklärt. Nicht wahr, Pikachu? Pikachu? Ja. Wobei, was soll das? Wir gehen durchs Gras. Wir sind ja noch nicht bei im Kindergarten. Na, ja, schon wieder war sowas, ne? Das war sowas, was ich. Ich wollte bei. Also, wir sind hier noch nicht bei den. Oh, keine Ahnung, da wollte ich irgendwas anderes sagen, aber ich hab's vergessen, was ich sagen wollte. Kindergarten, ja. Ey. Let's Play Versprecher. Aber passiert es nicht jedem Let's Play, dass es sich verspricht. Ich wette, selbst Gronkh hat sich ein paar Mal versprochen, wo er angefangen hat bei seinen Let's Plays. Es ist doch nie einmal ein Meister von dem Himmel gefallen. Und zurück nach Fatania City. Ach, ich finde es immer so cool, wie sich die Farbe umgestaltet, je in welche Stadt man ist. In Lavandia zum Beispiel, da ist es violett. In Marmoria City, da ist es, glaube ich, so graulich oder, ja. Finde ich sehr gut. Es wurde leider abgeschafft in den neuen Generationen. Finde ich extrem scheiße. Das war immer so, ja, immer so ein besonderer Moment, wenn man in eine neue Stadt kommt, dass dann eine neue Farbe kommt und so. Also mir hat es sehr gefallen, wo ich klein war. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Route verlassen, dann verändert sich auch die Farbe. Quatsch, wenn wir die Stadt verlassen, dann verändert sich auch die Farbe. Seht ihr das? Ihr merkt, glaube ich. Oder? Bilde ich mir nur ein. Ich glaube, das wird ein bisschen heller, wenn man in Fatania City ist. Aber nur minimal.
Ei, ei, Überfall. Und ich mach mal kurz eine Pause. Ihr seht zwar gleich meinen Emulator. In meine Hypercam. Bis gleich. Und hier bin ich wieder. Saubzi. Was? Taubzi? Saftkorn, mal los. Mach's fertig. Oh. Ab der schwarz- und weißen Edition trifft, hat Tackle eine 100% Treffchance. Aber in den alten ist es so, dass Tackle eine 90% Treffschuss hat und ein bisschen schwächer ist. In der weißen und schwarzen Edition ist es, wurde Tackle auf 50 Stärke erhöht und die Genauigkeit wurde auf 100 hochgestuft. Das heißt, Tackle ist stärker geworden. Tackle. Ach, jetzt sitzt wieder meine Maus, ne? Ab durchs Gras. Ich will mir einen Tauburger fangen, habe ich beschlossen. Aber das ist selten hier zu treffen. Oh nee, das kann wieder so ein Chuck Norris langer Kampf werden. Mal schauen. Ja, ihr merkt, es zieht immer weniger ab, weil er hat noch seine Verteidigung erhöht. Aber es zieht doch noch ein bisschen viel ab, ne? Dafür, dass Saftkorn, also unser Saftkorn, wenig Angriff hat, ist es schon beachtlich. Jetzt ist es schon im roten Bereich. Und jetzt ist die Verteidigung von Saftkorn auf den höchsten Bereich, also es kann nicht mehr höher gehen. Ach komm, der letzte Angriff geht daneben, ey. Willst du mich verarschen? Tschüss. So, wie viele Erfahrungspunkte sind es noch? Na. ...134, das heißt, wir haben schon die Hälfte geschafft. Oder lernt Smetbo Konfusion? In dieser Generation ist es, glaube ich, anders, dass Smetbo Konfusion erst später lernt. Tackle! Kann das sein? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, da muss ich im Wiki nochmal nachschauen. Und. Ah! Oh, schlug fehl. Einmal noch. Toll, 20 Erfahrungspunkte. Das heißt, wir müssen ungefähr noch 5, 6 Mal gegen Raupis gewinnen. Also nee, dafür lasse ich jetzt Pikachu. Da lasse ich jetzt Pikachu ran, weil das ist mir echt zu blöd jetzt. So, Donnershock. Oh, wow, wow. Pikachu, geh doch nicht so ab. So. Oh. Saftkorn. Und wechselt zu Pikachu. Und der Donnershock. So. So, wie viele Erfahrungspunkte brauchst du noch, hä? Wie viel brauchst du noch? Moment, wo ist Start? Wo ist Start? 72. Das sind 4 Raupi-Kämpfe. Ja, Moment, mein Mikrofon ein bisschen zurecht, okay.
Raupi. Tackle. Aua. Tackle. Aua. Tackle. Aua. Tackle. Fadenschuss. Tackle. Enemy down. Ja, das Robby war ein bisschen stärker, deswegen haben wir mehr Erfahrungspunkte bekommen. Oh, Tauboga. Ja, geil. Jetzt müssen wir es nur fangen, ohne es zu besiegen. Soll ich Pikachu ranlassen? Und Donnershock, ich weiß nicht. Ich glaube kaum, dass Tauboga die Attacke überleben wird. Dann lass ich erstmal Safcon kämpfen und schau, was passiert. Ja, Sandwirbel senkt unsere Genauigkeit. Das ist die Chance, dass wir eine Attacke treffen. Dass eine Attacke erfolgreich trifft. Ja, jetzt wird Safcon draufgehen, aber ehrlich gesagt. Oder? Nein, wird's nicht. Ich rette dich. Baummann schreite zur Tat. Hey, Tauboga hat auch ein gutes Level. Level 9. Ja, komm. Ja, jetzt wechsle ich Safcon. Das bringt nichts, so weiter zu kämpfen. Am besten lasse ich Pikachu ein bisschen Routenschlagen machen. Und dann kommt Safcon und greift an mit Tackle. Eieiei. Ah. Oh, scheiße. Überleb, Pikachu. Survive. Nein. Oh, Pikachu ist tot. Safcon. Räche deinen Bruder. Einmal noch. Ich will die Pokébälle im richtigen Moment einsetzen. Autsch, Windstoß, nicht schön. Aber Safcon hat zum Glück einen hohen Verteidigungswert. Einmal noch, na los. Trifft, dann ist es super. Oh, schade. Na super, jetzt müssen wir Bälle schmeißen. Und Pokéball. Ja? Ja? Nein! Unser letzter Trank. Scheiße. Okay, nochmal. Ja? Ja? Nein! Oh nein. Nicht schön. Komm schon! Ja? Ja? Nein! Oh oh. Komm schon, komm schon! Drückt mir die Daumen! Nein! Der muss jetzt klappen! Komm schon! Nein! Alle Pokémon von Rot wurden besiegt. Rot fällt in Ohnmacht. Scheiße, ich hätte einen Safe State setzen sollen. Na, Pikachu! Pikachu ist wütend auf uns. Das mache ich immer automatisch, wenn ich einen Kampf verloren habe, dass ich ins Pokécenter gehe und sehr heile. Lustig. Lustig. Lustig, wir haben verloren gegen ein wildes Pokémon. Level 9. Naja, anfangs, ja. Es ist schwierig. Pokémon zu. Scheiße, wir haben gar keine Bälle mehr, stimmt ja. Oh man, ich muss mir erst neue Bälle holen. Ich muss mir erst neue Bälle holen. Ich muss mir erst neue Bälle holen. Dann können wir ein Tauboga fangen. Ich muss mir erst neue Bälle holen. Dann können wir ein Tauboga fangen. Ach ja, ich werde übrigens nicht offscreen spielen. Ihr werdet alles schon sehen.
ich werde hier nichts offscreen machen und Tauburger fangen und so. Nein, 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 ihr werdet alles sehen, was ich mache. Oh, oh, wir haben jede Menge Geld verloren, weil wir gegen Tauburger verloren haben. Immer wenn wir einen Kampf verlieren, dann verlieren wir auch Geld. Scheiße, aber wenn jetzt noch eins auftaucht, dann setze ich Save States. Wie jetzt zum Beispiel. Zack. Na, Pikachu ist immer noch wütend. Nein, Pikachu hat uns vergeben. Aber eigentlich war es deine Schuld, dass wir verloren haben. Nidoran! Safcon! So, Safcon, lass ich jetzt Tackle einsetzen. Okay, das hat eine Menge abgezogen. Jetzt kommt Tackle. Normal Tackle. Ja, er macht uns nach. Tackle! Und auch Tackle. Oh, Volltreffer. Tackle. Silberblick, oh, oh, oh. Hat normal Tackle. Tschüss. Sollen wir uns zuerst einen Smet beholen? Das wäre, glaube ich, ein bisschen klüger. 8 Erfahrungspunkte bis zur Entwicklung. Das gibt's doch nicht. T-A-O-B-S-I. Auf Englisch Pit Gay. Ey, du Pit, du bist total gay. Streng dich an, Safcon. Wenn du das schaffst, entwickelst du dich. Und Tackle. Safcon erreicht Level 10. Und nicht nur das. Safcon entwickelt sich. Hallo, Smetbo. Ah, Smetbo lernt sofort Konfusion. Ah, ist ja schön. Okay, jetzt haben wir ein zweites starkes Pokémon. Aber Smetbo wird nicht dauerhaft in unserem Team sein. Nur bis wir ein anderes Team-Pokémon haben, das wirklich in unser Team reinkommt. Also Smetbo ist nur Mittel, damit wir nicht nur mit Pikachu kämpfen müssen. Und ich will jetzt noch einen Tauburger fangen, damit wir eine Sicherung haben quasi. Weil allein nur mit Smetbo und Pikachu zu kämpfen, ist mir auch ein bisschen zu riskant. Deswegen will ich mir jetzt noch einen Tauburger holen. Na, Pikachu, hast du jetzt einen neuen Freund? Ja, ja. Da, 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 da. Gut, jetzt will ich einen Tauburger. Und nichts wird sich mir in den Weg stellen. Na, Mr. Gift-Typ. Gift ist schwach gegen Psycho und Konfusion ist eine Psycho-Attacke. Das heißt, Konfusion wird sehr effektiv sein. Und zack. One-Hit-Kill! Nein, ich musste immer singen bei der Musik. Hier ist der Ort, an dem wir das erste Mal Game Over gegangen sind. Und es ist ein Safcon. Können wir gleichzeitig ein bisschen trainieren? Weil für Rocco müssen wir schon gepimpt sein. Oh, schon wieder ein One-Hit-Kill, sehr schön. Topsy! Und komm. Ach, Maus! Geh weg!
Hasta la vista, Taubsi. Mein Sound spackt. Ich darf keine. Ach, vertippt. Stimmt eigentlich, mit Select kann man die Attacken ordnen. Wo ist denn Select bei mir? Ah, hier, okay. Tauschen wir mal Tackle mit Konfusion. Dann kommt Tackle an zweiter Stelle. Okay, so passt's. Jetzt, dass wir dauernd nach unten switchen müssen, dann können wir gleich einfach Attacke. Ah, Konfusion angewählt. Okay, Konfusion. Habe ich früher nie gemacht. Aber jetzt im Let's Play mache ich's. So, Konfusion. Robby kriegt auf die Fresse und überlebt sogar. Tackle! Warum ich keine Konfusion eingesetzt habe? Ganz einfach. Weil ich keine AP für Konfusion ausgeben will. Deswegen habe ich Tackle eingesetzt. Ah, vertippt. Angewohnheit. Angewohnheit. Nach den ganzen 10 Jahren Spielen habe ich mir angewohnt, dass bei Snapbo die Konfusionsattacke hier ist, wo Fadenschuss ist, ey. Was ging daneben? Aber Konfusion hat doch eine 100% Genauigkeit, ey. Treffchance, meine ich. Schon wieder? Was ist denn da los? Smetbo, was ist los? Smetbo! Oder hat Taubsi Sandwirbel eingesetzt? Was ist denn da los, ey? Also, nee. Pikachu, jetzt wirst du langsam zu bunt. Ja, pfff. Servus, Taubsi. Was, den haben wir noch nicht? Lol. Ich bin der Beste. Du kannst mich nicht besiegen. Ah ja, der hat einen Safcon, ne? Ein Safcon, das Tackle und Fahrtenschuss kann, hat der. Genau, da habe ich mich früher immer gewundert. Weil die anderen Safcons, die können nur Härtner. Aber seins scheint sich aus einem Raupi entwickelt zu haben und kann deshalb Tackle und Fadenschuss. Das will ich euch sogar zeigen. Nein! Uiuiui. So, Smetbo benutzt Härtner. Ja, komm, zeig mir deine wahre Gestalt, Mr. X-Raupi. Na komm schon, du kannst noch was anderes aus der Härtner, nicht wahr? Tackle. Jawohl, seht ihr? Dieses Safcon war früher ein Raupi, bevor es entwickelt wurde. Das heißt, es kann auch Tackle, wenn es Fadenschuss kann. Seht ihr? Kann Tackle. Die anderen Safcons haben nicht angegriffen. Bloß dieses hier greift an. Und Smetbo hat Level 11. Ab sofort lernt Puder-Attacken wie Giftpuder, Stachelspore und Schlafpuder. Giftpuder vergiftet den Gegner. Logisch. Stachelspore paralysiert den Gegner. Und Schlafpuder lässt ihn einschläfern. Giftpuder mit 12, glaube ich. Stachelspore 14. Und Schlafpuder mit 16, glaube ich. In Zweierabständen. Wenn ich mich nicht irre. Konfusion. Bam. One-Hit-Kill. Yeah, Volltreffer. Komm schon, ich will einen Tauboga. Raupi, du bist hier fehl am Platze. Weißt du das? Ich will nicht dich, ich will einen Tauboga. Gut, dann verharren wir eben hier 2-3 Folgen im Fatania-Wald. Lol. Ja, Taubsi. Konfusion, One-Hit-Kill, glaube ich zumindest, bin mir aber nicht sicher. Jawohl, Volltreffer, mal wieder. Das hatten wir vor einer Minute schon.
Tauburger.